Christus spricht, ich bin der gute Hirte. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Und ich gebe ihnen das ewige Leben. Thank you.
Wir sind beisammen im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue. Und führet mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele. Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück. Denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werde mir folgen mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Jesus Christus, guter Hirte, wir danken dir für alles Gute, was wir in der vergangenen Woche erlebt haben. Und alles, was uns bedrückt, was uns traurig macht, was uns schmerzt, legen wir in deine Hand. Durch Täler und über Höhen, du gehst mit uns. Bleibe bei uns, Gott. Heute Morgen und immer. Amen. Sarai, Abrahams Frau, gebar ihm kein Kind. Sie hatte aber eine ägyptische Magd, die hieß Hagar. Und Sarai sprach zu Abram: Siehe, der Herr hat mich verschlossen, dass ich nicht gebären kann. Geh doch zu meiner Magd, ob ich vielleicht durch sie einen Sohn bekomme. Und Abram gehorchte der Stimme Sarais. Da nahm Sarai, Abrams Frau, ihre ägyptische Magd Hagar und gab sie Abraham, ihrem Mann,
zur Frau, nachdem Abram 10 Jahre im Lande Kanaan gewohnt hatte. Und er ging zu Hagar und sie ward schwanger. Als sie nun sah, dass sie schwanger war, achtete sie ihre Herrin gering. Da sprach Sarai zu Abram: Das Unrecht, das mir geschieht, komme über dich. Ich habe meine Magd dir in die Arme gegeben. Nun, sie aber sieht, dass sie schwanger geworden ist, bin ich gering geachtet in ihren Augen. Der Herr sei Richter zwischen mir und dir. Abram aber sprach zu Sarai: Siehe, deine Magd ist unter deiner Gewalt. Tu mit ihr, was dir gefällt. Da demütigte Sarai sie, sodass sie vor ihr floh. Aber der Engel des Herrn fand sie bei einer Wasserquelle in der Wüste, nämlich bei der Quelle am Wege nach Schur. Dieser Engel sprach zu ihr: Hagar, Sarais Magd, wo kommst du her und wo willst du hin? Sie sprach: Ich bin von Sarai, meiner Herrin, geflohen. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr: Kehre wieder um zu deiner Herrin und demütige dich unter ihre Hand. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr: Ich will deinen Nachkommen so mehren, dass sie der großen Menge wegen nicht gezählt werden können. Weiter sprach der Engel des Herrn zu ihr: Siehe, du bist schwanger geworden und wirst einen Sohn gebären, dessen Namen sollst du Ismael nennen, denn der Herr hat dein Elend erhört. Er wird ein Mann wie ein Esel sein. Seine Hand wird jedermann und jedermanns Hand wider ihn, und er wird sich all seinen Brüdern vor die Nase setzen. Und sie nannte den Namen des Herrn, der mit ihr redete: Du bist ein Gott, der mich sieht. Denn sie sprach: Gewiss bin ich hier unter dem hergesehen, der mich angesehen hat. Darum nannte man den Brunnen Brunnen des Lebendigen, der mich sieht. Er liegt zwischen Kadesch und Beret. Und Hagar gebar Abram einen Sohn, und Abram nannte den Sohn, den ihm Hagar gebar, Ismael. Und Abram war 86 Jahre alt, als ihm Hagar den Ismael gebar. Herr, segne unser Reden und Hören durch deinen Heiligen Geist. Amen. Liebe Gemeinde, manchmal sagen Menschen: Ich fühle mich wie unsichtbar, einfach übersehen. Da ist zum Beispiel Anna. In ihrem Liebeskummer sagt sie: Der Typ sieht mich einfach nicht an, obwohl ich ihn so oft anlächle. Oder Marco, er kämpft in der Schule um Anerkennung. Er sagt: Die Lehrerin, sie sieht mich einfach nicht, obwohl ich mich so oft melde. Ich werde nie drangenommen. Oder Margit, beim 69. Geburtstag klagt sie: Seit ich in Rente bin, habe ich das Gefühl, dass niemand mich mehr wahrnimmt. Mit jedem Jahr ist es, als wäre ich ein Stück unsichtbarer. Wahrscheinlich hat sich Hagar solche Fragen nicht einmal gestellt. Für eine Sklavin galt es damals, einfach zu funktionieren. Alle Aufgaben im Haushalt mussten zur Zufriedenheit ihrer Herrin Sarah erledigt werden. Immer waren die Wünsche der anderen das Wichtigste. Und Hagar war da, um diese Wünsche zu erfüllen. So wie beim Kinderwunsch von Sarah und Abraham. In unserem Text heißen die beiden Abram und Sarai, sind aber die gleichen Personen. Bereits seit Jahrzehnten waren die beiden kinderlos. In der damaligen Kultur war das das Schlimmste, was einem vermögenden Mann wie Abraham passieren konnte. Ohne einen Erben, ohne Nachkommen würde er nach seinem Tod in der Bedeutungslosigkeit versinken. Er würde sein Ansehen verlieren. Und das, obwohl Gott ihm doch versprochen hatte: Ich will dich zum Vater eines großen Volkes machen. Darum kommt dann irgendwann Hagar, die Sklavin, ins Spiel. Niemand fragt Hagar, ob sie das will.
als Abraham in der Nacht zu ihr kommt. Es ist damals nicht unüblich gewesen. Hagar wird gebraucht. Man könnte auch sagen, sie wird missbraucht, um für Abraham und Sarah den Kinderwunsch zu erfüllen. Später gibt es dann ausweichende Blicke. Sarah und Abraham können ihr nicht mehr in die Augen sehen. Sarah kann den Anblick von Hagars runden Bauch nicht ertragen. Ich kann mir gut vorstellen, welche Fragen Sarah umtreiben. Wer bin ich denn noch für Abraham, wenn diese nun ein Kind für ihn austrägt? Sarah hat Angst. Angst, dass sie für Abraham an Bedeutung verliert, jetzt wo Hagar ihm ein Kind gebären wird. Übersehen werden auch ihre Bedürfnisse. Ein ungleicher Kampf um Aufmerksamkeit beginnt und die Herrin gewinnt natürlich. Sarah demütigt ihre Sklavin und Abraham sieht weg, bis es Hagar irgendwann nicht mehr aushält, bis sie in die Wüste flieht. Ohne Nahrung und ohne Wasser wandert sie durch die unerbittliche Wüstenlandschaft. Allein in der Hitze des Tages, allein in der Kälte der Nacht, verloren in Einsamkeit. Hier ist niemand, der nach ihr sieht, niemand da, der für sie sorgen wird, der sich des Kindes annehmen wird. Aber Gott sieht nicht weg. Er hat die Sklavin Hagar in ihrer Not im Blick. Er sendet ihr in der dunkelsten Stunde einen Boten, einen Engel. Am Brunnen spricht er sie an. Er fragt, woher kommst du und wohin gehst du? Hagar weiß es selbst. Sie muss zurück zu Sarah und Abraham. Allein in der Wüste schafft sie es nicht. Dort in der Sicherheit der Sippe soll sie ihr Kind zur Welt bringen. Hagar kehrt um. Fast schon selbstverständlich kehrt sie an den Ort ihrer leidvollen Erfahrungen zurück. Aber etwas hat sich verändert. Hagar geht auf dem Heimweg nicht mehr gebeugt und unsicher. Wie kommt es, dass sie Gott in all dem Schweren sogar loben kann? Gott ist ein Gott, der mich sieht, sagt sie. Wie findet sie zu diesem wundersamen Bekenntnis? Gott ist ein Gott, der mich sieht. Vielleicht aufgrund eines kleinen, aber bedeutenden Details. Der Bote Gottes sagt zu Hagar, ich will deine Nachkommen so mehren, dass sie der großen Menge wegen nicht gezählt werden können. Und weiter, siehe, du bist schwanger geworden und wirst einen Sohn gebären, dessen Namen sollst du Ismael nennen. Staunend blickt Hagar auf und fasst neuen Mut. Ich, die ich nichts zu sagen hatte, werde meinem Kind einen Namen geben dürfen. Ich, die ich bisher nur zu meiner Herrin aufschauen sollte, werde selber gesehen. Von einem, der sich um mich sorgt, der nach mir sucht, wenn ich verloren bin, der mich anspricht und mir einen Weg weist, den ich gehen kann. Liebe Gemeinde, wir feiern heute Gottesdienst am zweiten Sonntag nach Ostern. Hirtensonntag. Jesus, der gute Hirte, steht im Zentrum. Das Neue Testament sagt, Christus ist der gute Hirte, der auf alle Schafe aufpasst. Jesus sieht uns alle an, jeden und jede. Er lässt sein Leben für uns, vergibt uns unsere Sünden. Niemand ist da, dessen Leben nichts mehr wert ist. Nie wird der gute Hirte eines der ihm anvertrauten Tiere verloren geben. Niemals wird Jesus einen von uns verloren geben. Jeder Einzelne zählt, jede Einzelne zählt. Und manchmal schickt uns Jesus Boten. Ja, manchmal macht er jemanden zum Boten. Der Bote oder die Botin findet uns, sogar wenn wir in der Wüste sind.
Und solche Boten gibt es auch heute noch. Von Gott gesandt, mit beiden Füßen auf der Erde. Leute, die machen, dass du weißt, Gott sieht auch mich. Da findet eine ein Trostwort für Anna in ihrem Liebeskummer. Marco bekommt im neuen Schuljahr eine Lehrkraft, die seine Stärken erkennt, ihn lobt und fördert. Und vielleicht kommt jemand auf die Idee und fragt die nette Rentnerin Margit, ob sie nicht Lesepatin an der Grundschule werden möchte. Ja, wir haben einen Gott, der uns sieht. Er lässt uns immer wieder erfahren, dass er uns sieht. Und manchmal sendet er uns Boten. Und manchmal sendet er uns selber als Boten. Amen. Guter Gott, du teilst aus und wir empfangen. Du sorgst für uns und wir werden satt. Du kommst in unser Dunkel und es wird hell. Herr, wir bitten dich für alle, die Angst haben vor der Zukunft. Schenke ihnen Hoffnung. Wir bitten dich für alle, die Angst haben vor dem Leben. Schenke ihnen Vertrauen zu dir, dem bewahrenden Gott.
Herr, wir bitten dich für alle, die Angst haben vor den Menschen. Schenke ihnen Liebe zu dir, dem behütenden Vater. Herr, wir bitten dich für alle, die Leid tragen, die einen lieben Menschen verloren haben. Tröste du sie. Du teilst aus, wir empfangen. Du sorgst für uns und wir werden satt. Du kommst in unser Dunkel und es wird hell. Amen. Wir beten weiter mit den Worten des Vaterunsers. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Geht unter dem Segen Gottes in diesen Sonntag und in die neue Woche. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden.